Hallo und herzlich willkommen. In einigen meiner Videos verwende ich dieses pH-Messgerät, was jetzt dazu geführt hat, dass doch einige fragen, wo man es herbekommen kann. Ich war bisher nicht davon ausgegangen, dass ihr so etwas kaufen wollen würdet, weil es ziemlich teuer ist und hatte es nicht im Sortiment. Ich habe es jetzt ins Sortiment genommen, möchte aber nicht, dass ihr euch das kauft, bevor ich euch ein paar Sachen darüber gesagt habe, weil da gibt es ein paar Dinge zu erklären. Die seht ihr in diesem Video. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Der pH-Wert spielt beim Einkochen und Haltbarmachen von Lebensmitteln eine ganz große Rolle. Denn anhand des pH-Wertes wird eingeschätzt, ob ein Lebensmittel sauer oder nicht sauer ist. Und anhand dessen werden die Haltbarmachmethoden festgelegt. Ich brauche dafür ein pH-Messgerät, denn wie ihr ja wisst, beschäftige ich mich damit eher professionell. Das heißt, ich muss bei meinen Tests und bei meinen Sachen, die ich mache, immer mal wieder wirklich nachprüfen, ist der pH-Wert wirklich richtig oder nicht. Im Haushalt braucht man das normalerweise nicht. Dennoch, dadurch, dass natürlich die Industrie so sehr mit ihren Grenzwerten übergeschwappt ist, ist natürlich verständlich, dass das Interesse bei euch doch entsteht. Denn wenn wir uns mehr mit dem Haltbarmachen beschäftigen, hört man immer wieder, es gibt diese magische Grenze von einem pH-Wert von 4,6. Das würde ich erstmal als erstes gerne erklären. Wenn man normal über pH-Wert hört, dann wird gesagt, ein pH-Wert bei 7 ist neutral. Über 7 sind die Sachen basisch und unter 7 sind die Sachen sauer. Wenn wir in die Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhaltbarmachung reingehen, haben wir, wie gesagt, diese Grenze von 4,6 und die orientiert sich nicht an basisch und sauer, sondern an der Menge der Säure. Bei 4,6 hat man festgestellt, dass wenn ein Lebensmittel bei 4,6 oder darunter ist, der Säuregehalt so hoch ist, dass die Mikroorganismen, die Schwierigkeiten machen können, und zwar großartige Schwierigkeiten und sogar krank machen können, nicht mehr überleben können. Die sind also ab einem pH-Wert von 4,6 und darunter nicht mehr relevant. Kocht man dieses Lebensmittel noch einmal bis in den Kern bei 100 Grad auf, dann sind auch alle anderen Mikroorganismen, die Schwierigkeiten machen können, hinfällig. Was eine ganz leichte und einfache Art und Weise der Haltbarmachung produziert, denn ein Lebensmittel, das 4,6 und saurer ist, können wir einfach heiß aufkochen, ins Glas abfüllen, zumachen und dann ist es sozusagen eine Vollkonserve. Es ist einfach wie eine Marmelade zum Beispiel, eigentlich unbegrenzt haltbar, bis sie aufgemacht wird. Der nächste große Vorteil bei einem Lebensmittel, das bei 4,6 und darunter liegt, ist, dass wenn dieses Lebensmittel doch schlecht wird, das heißt, wir haben es nicht genug erhitzt, es ist Schimmel auf der Marmelade oder irgendwas ist damit los, dann kann man es riechen, schmecken und sehen. Man sieht den Schimmel, es gärt und man merkt, puff, und da kommt schon Dampf raus, wenn man es aufmacht, da ist dann eine Gärung eingetreten oder man riecht es, weil es einfach schlecht riecht. Heißt, 4,6 und darunter ist relativ sicher. Deswegen empfehle ich auch, wenn jemand anfängt mit dem Einkochen, dass man mit zum Beispiel Obst und sauren Lebensmitteln anfängt, weil man damit die wenigsten Schwierigkeiten hat, wenn es um Haltbarkeit geht. Haben wir einen pH-Wert über 4,6, können bestimmte Mikroorganismen, die zum Teil auch krankheitserregend sind, ins Spiel kommen. Das ist ein Grad. Das heißt, die Industrie hat 4,6 festgelegt. Aber je weniger sauer es wird, desto mehr können diese Mikroorganismen, über die ich eben gesprochen habe, wirksam werden. Und da brauchen wir andere Einkochmethoden. Denn diese Mikroorganismen brauchen, wenn die Säure nicht gegeben ist, eine längere Erhitzung, eine höhere Erhitzung
oder Konservierungsstoffe oder irgendetwas anderes, damit sie nicht reagieren. Das heißt, wir kommen hier in einen Bereich, wo es etwas komplizierter wird mit dem Haltbarmachen der Lebensmittel. Diese Grenze von 4,6, das ist ein industrieller Wert. Der ist natürlich durch die Zeiten des Internets und so weiter in den Haushalt übergeschwappt. Früher wurde über pH-Wert gar nicht geredet, weil im Haushalt war das nicht nachzuprüfen. In den alten Einkochbüchern findet man immer Werte wie der Säuregehalt des Einkochgutes sollte bei mindestens 0,8% Säure im Einmachgut liegen, damit es heiß eingefüllt werden kann. Da ist man natürlich auch nur von haushaltsüblichen Essigen ausgegangen. Das heißt, man hat den Essigwert von 5% mit dem Einkochgut und allem drum und dran runtergerechnet und landete dann bei einem Wert, der dann festgelegt wurde auf 0,8%, um zu sagen, ist sauer genug. Würde die Industrie da dran gehen, würde sie sagen, ja, das ist ja gar nicht präzise genug. Es kann ja sein, dass wenn man jetzt irgendwelche besonderen Umstände hat, dass dann der Säuregrad doch nicht so hoch ist und so weiter. Aber wie gesagt, der Haushalt wusste sich früher nicht anders zu behelfen und so haben sie es gemacht. Und wir leben heute noch. Deswegen kann es nicht so schlimm gewesen sein, denke ich immer auf der anderen Seite. Wenn wir diesen Wert haben und wir können ihn verwenden aus der Industrie, dann können wir den auch einfach einsetzen. Wie schon gesagt, ich brauche ein pH-Messgerät für meine Arbeit. Ihr braucht es eigentlich nicht. Wenn man wirklich ganz sicher gehen möchte und man möchte sicher einkochen, ist es allerdings auch nicht verkehrt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ihr sowas haben müsstet, weswegen ich es nicht ins Sortiment genommen hatte. Diese Dinger sind teuer. Wenn man ein industrielles Gerät kauft, dann kann das gut und gerne richtig ein paar mehr hundert Euro bis zu Tausenden von Euro kosten. Und ich habe mich schwer getan mit der Auswahl meines Modells, denn natürlich hätte ich mir so ein Industriegerät kaufen können, aber nur mit teureren Geräten geht auch eine kompliziertere Handhabung einher meistens. Und ich bin ein Laie. Ich möchte nur den pH-Wert wissen. Ich brauche nicht alle Industriewerte, die sonst so benötigt sind. Ich brauche ausschließlich den pH-Wert. Ich fand dann dieses Messgerät, das heißt pH60S von Apera Instruments. Das gibt es nicht nur bei uns im Laden, das kann man auch auf den einschlägigen Online-Plattformen kaufen. Es ist teuer. Normalerweise kostet das so knapp über 200 Euro. Wir haben unseren Preis versucht, so niedrig wie möglich zu halten, weil es ist einfach teuer. Lassen wir das so. So sieht es aus. Das Besondere an diesem Gerät ist, es hat eine Einstechelektrode, weil das ist das, was wir für das Messen von Lebensmitteln brauchen. Das ist dieses hier. Das ist ein hochtechnisches Gerät und damit muss man auch aufpassen, weil das ist eine Glaselektrode. Das heißt, damit muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Gelagert ist diese Elektrode in einer Flüssigkeit, die kein destilliertes Wasser ist, sondern eine gewisse Salzlösung. Hier haben wir schon das erste Problem für dieses Gerät, denn das so hinzustellen, wenn das eine spezielle Lösung ist, ist schwierig, nämlich kippt das um, ist das Zeug weg und so viel haben wir davon nicht. Das heißt, ich stelle das dann immer in ein kleines Gläschen, damit es mir nicht umkippt. So. Wenn man es benutzt, spült man es zuerst in destilliertem Wasser ab. Dann soll man es schütteln, um das Wasser abzutropfen. Da habe ich immer meine Bauchschmerzen, weil einmal irgendwo gegengeschüttelt ist die Spitze kaputt. Allerdings ist sie mir in den letzten Jahren tatsächlich noch nicht ein einziges Mal kaputt gegangen. Man kann das Gerät einstellen, dass es rot wird, wenn es über einen bestimmten Wert ist. Den habe ich natürlich über 4,6 gelegt. Also ist das Lebensmittel, in das ich das reintunke, über 4,6 wird es rot. Ist es darunter, wird es nicht rot. So. Und dann kann man das Ganze zum Beispiel einfach in eine Tomate stecken. Dann pendelt sich das hier jetzt ein und jetzt ist es unter 4,6, jetzt müsste es eigentlich schwarz werden. Solange es noch pendelt, pendelt es vor sich hin. Irgendwann gibt es hier dann so einen kleinen Smiley, der sagt, jetzt ist fertig und es ist ja immer noch nicht. Jetzt. Hier ist jetzt ein Smiley, sagt, es ist fertig mit Messen. Der pH-Wert liegt bei 4,30.
Das bedeutet, das Rote geht dann auch weg, weil es ist unter 4,6. Diese Tomate ist also sauer und würde ich die verarbeiten, ist das für Heißabfüllung geeignet. Man kann damit auch genauso zum Beispiel ein Chutney testen. Das habe ich jetzt gerade gemacht, das ist ein Quitten-Chutney vor einiger Zeit. Und auch da, hier, 3,32, 3,0, Smiley ist an, 3,3. Das heißt, auch das hier war zur Heißabfüllung geeignet und ich habe es natürlich auch heiß abgefüllt. Das wirklich Gute an diesem pH-Messgerät ist es, dass es natürlich diese Einstechelektrode hat, die man auch tatsächlich braucht. Es gibt andere pH-Messgeräte wie solche hier, die kriegt man für Pools und Wassermessung. Die haben so eine Spitze hier und die ist tatsächlich nicht geeignet. Also für so ganz flüssige Sachen wie Sirup oder sowas, dafür kann man sowas vielleicht mal verwenden, aber es ist schwer sauber zu kriegen und es ist dafür einfach nicht gemacht. Dann gibt es eine weitere Sache, weswegen ich mich für dieses pH-Messgerät entschieden habe, und zwar ist das das Zubehör. In diesem Koffer ist jetzt abgesehen von einem Band, was ich nicht brauche, eine deutsche Gebrauchsanweisung drin und wir haben die Kalibrierungsflüssigkeiten drin. Ich habe mich die Krätze geärgert bei den pH-Messgeräten, die ich früher gekauft habe, denn dann kommt das pH-Messgerät an. Man muss es natürlich am Anfang kalibrieren, das ist ganz wichtig, sonst misst es nicht den richtigen pH-Wert. Und dann fehlen die Kalibrierungsflüssigkeiten. Da muss man erst losgehen, sich erkundigen, welche man braucht, die dann kaufen und die dann verwenden. Und da muss ich nochmal sagen, ich bin Laie. Ich bin kein Labortechniker. Für mich muss es wirklich einfach sein. Und deshalb bin ich total froh, dass hier wirklich alles drin ist. So oft muss ich nicht kalibrieren, weil ich brauche es auch nicht. Aber es hat zum Beispiel auch diese Lösung hier, die dient, das ist wie gesagt eine Salzlösung, die dient dem Schutz der Elektrode, die wahrscheinlich eines der teuersten Teile von dem ganzen pH-Messgerät sind. Und die ist irgendwann sicherlich nicht mehr ganz so sauber. Dann haben Sie hier tatsächlich extra Flüssigkeit, die man dafür verwenden kann. Ich bin dafür total dankbar, weil ich wäre aufgeschmissen, wenn ich sowas finden müsste und das nicht dabei wäre. Eine weitere gute Sache ist, wir haben hier die Kalibrierungsflüssigkeiten. Die müssen wir ja aber dann in einen Becher reintun, um das dann auch kalibrieren zu können. Und auch das ist dabei. Also ich bin für sowas dankbar. Ich bin immer froh über sowas, weil da hat man einfach alles in einem. So, und was mir wirklich wichtig ist, das ist eine teure Anschaffung. Bei uns kostet das im Moment 199 Euro. Man braucht es nicht wirklich, wenn einen das Einkochen sehr interessiert und man tatsächlich diesen Sicherheitsaspekt sehr ernst nimmt und man wirklich wissen möchte, wie es aussieht, dann kann man sich sowas leisten und da kann ich dieses Gerät auch tatsächlich empfehlen. Ich werde für diese Werbung übrigens nicht bezahlt. Ich habe das alles ordnungsgemäß erstanden. Ich benutze das seit Jahren, bin zufrieden damit. Ich habe immer gute Ergebnisse gehabt. Ich habe auch mal gegengetestet. Der pH-Wert ist richtig. Und vor allem ist es leicht anzuwenden und für alle die Zwecke, die ich brauche, ist es verwendbar. Ob Chutney, ob Marmelade, ob Käse, ob was auch immer, ich kann damit einfach zuverlässig den pH-Wert messen. Aber wie gesagt, man muss es nicht unbedingt haben. Nicht, dass ich nicht verkaufen möchte, aber ganz ehrlich, ich habe es jetzt reingenommen, weil ihr wolltet es gerne haben. Ich möchte es euch zugänglich machen. Ich freue mich, wenn ich es vielleicht ein bisschen günstiger hinkriege als andere. Aber wenn ihr euch sehr damit beschäftigt, ist es eine gute Sache. Ansonsten ist es nicht unbedingt etwas, was jeder in der Schublade haben müsste. Dennoch, gutes Gerät. Ich hoffe, Klaus amüsiert sich da gerade ganz fürchterlich. Es ist wirklich so, ihr könnt es gerne kaufen. Ich freue mich drüber, wenn ihr das macht. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es benutzen möchtet und mehr habe ich nicht zu sagen. Bis dann, bis zum nächsten Mal und alles Gute.